Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zu Part 14 von Wege ins Glück mit den Sims 4. Ihr seht, ist der Enrico auch schon wieder wach und der muss gerade aufs Klo. Dann kann er gerade mal hier aufs Klo gehen. Er kann auch duschen. Dann kann er sich mal hier noch ein bisschen Reste nehmen. Du kannst vielleicht gerade mal nach den Tieris kümmern. Die sind nämlich sehr hungrig. Füttern, versorgen, putzen. Irgendwann können das dann auch die Kids nehmen. Übernehmen. Aber aktuell kannst das ja nur du. Und deswegen. Gehst du jetzt erstmal dich um die Tiere kümmern. Das macht man ja auch so, wenn man normalerweise einen Hof hat, kümmert man sich ja als erstes um die Tiere. Wessen Schulprojekt? Das war deins, Enrico, gell? Dann kannst du hier vielleicht noch ein bisschen an deinem Schulprojekt arbeiten. Deine Brüder sind eigentlich noch müde. Wann ist deine erste Vorlesung? Heute um 15, nee, um 9:30 Uhr. Okay. Gucken wir, dass wir deine Bedürfnisse noch so weit fertig kriegen. Vielleicht kann Markus ja hier unten mal noch ein bisschen aufräumen und sich dann auch noch was zu essen holen. Und Willi kann ja mal noch aufs Klo gehen und sich dann auch noch was zu essen holen. Genau. So, du bist jetzt soweit zufrieden. Du bist auch okay. Dann schnappst du dir auch noch Reste. Und dann kannst du zumindest mal wieder gärtnern. Mach mal Mega-Verkauf. Und dann gehst du noch ein bisschen Schach spielen, damit deine Laune ein bisschen besser wird. Ah, nee. Ich wollte gerade sagen, dass Willi ihm noch hilft, aber Willi muss jetzt ja eh in die Schule. Willi muss in die Schule. Ah, Enrico hat noch sein Schulprojekt abgeschlossen. Sehr gut. Markus, du kannst auch los. Oh, er möchte was. Er möchte mit Tobias Freunde werden. Okay, jetzt ist er weg. Ich glaube, es hat dich wer gelangt. Was machst du eigentlich? Ja. Okay, er beginnt in einer Stunde. Er wird es sich für alle schaffen. Komm. Schnapp dir was zu futtern. Am nom 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 nom. Vielleicht schaffst du noch ein bisschen zu gärtnern. Ein anderes Kind hat Enrico bedroht und ihm das Pausengeld abgenommen. Er ist weinend in das Sekretariat gekommen. Findet es, sonst finde ich es. So, du darfst zu deiner ersten Vorlesung. Und wenn du dann zurückkommst, musst du Geburt und Wachstum. Geburt und Wachstum machen. Ich kann.
Mach bitte die nächsten Hausaufgaben. Wir können jetzt nicht. Ich kann leider nicht zum Festival kommen. Ich weiß, du brauchst Spaß, aber aktuell müssen wir leider in erster Linie gucken. Ah, das gibt auch Fitness. Warte, Moment, um 15 Uhr. Vielleicht, je nachdem, schaffen wir dann noch ein bisschen Schach zu spielen. Und am Wochenende macht er dann diese Hausarbeiten. Hausarbeit und so weiter und so fort. Vielleicht können wir dann auch irgendwann mal mit Ash wieder plaudern. Wir haben Ash so lange nicht mehr gesehen. Haben wir überhaupt noch eine Beziehung zu Ash? Aber die kommt halt auch nie hier vorbei. Unsere ganzen Schulfreunde, wir haben sie alle aus den Augen verloren. Sogar Gemma. Auch ein bisschen haben wir noch Beziehung zu Ash und Cameron, Cassandra. Unser bestes Verhältnis haben wir immer noch zu Savannah. So, jetzt hat er gleich Schulprojekt ab. Ja, dann kann er noch ein bisschen Schach spielen. Sehr gut. Damit der Spaß noch ein bisschen hochgeht. Vielleicht sollten wir hier Willi einfach ein bisschen Schach spielen lassen. Vielleicht wird er dann endlich konzentriert, damit wir das konzentriert Hausaufgaben machen, abschließen können. Etwa einer Stunde, ja. Das passt. Kriegt da wenigstens noch ein bisschen, zumindest Spaß nach oben. Vielleicht mag er ja auch irgendwann Logik. Da was? Nö. So, du gehst in die Arbeit. Willi geht tatsächlich ein bisschen Schach spielen. Und ich würde gerne das. Ich fände es cool, wenn Enrico mal einen Schneemann baut, zusammen mit seinem Bruder Markus. Mit seinem Zwillingsbruder. Und Markus bräuchte jetzt nicht unbedingt Spaß, aber die gehen jetzt zusammen einen Schneemann bauen. Und du gehst zur Vorlesung. Und mach ein paar Notizen. Ich hoffe, du wirst jetzt ein bisschen konzentriert. Hä? Markus? Ah, da kommst du. Was könnt ihr denn noch machen? Schneeengel, Schnee werfen, Schneeballschlacht machen, im Schnee spielen. Kannst ja danach vielleicht noch einen Schneeengel machen. Und du kannst versuchen, noch ein bisschen Fahrrad zu fahren im Schnee. Und du? Hat einer von euch eigentlich. Er ist Einser-Schüler, das wusste ich gar nicht. Zweier-Schüler? Dreier-Schüler. Aber er schafft es auch vielleicht noch auf eine Zwei. Aber er wird einfach nicht konzentriert. Er will nicht konzentriert werden. Ihm ist kalt. Ja, vielleicht ziehst du dir mal Outfit an. Das. Ist das dein kaltes Outfit? Naja, gut. Zieh schon mal dein kaltes Outfit an. Und dann. Kannst du vielleicht noch ein bisschen. Fahrradfahren gelernt! Enrico hat gelernt, wie man mit einem Fahrrad fährt. Er kann jetzt mit anderen Kinderfahrrädern herumfahren und reisen. Hä, du hast dich doch jetzt umgezogen. Wir können natürlich auch sagen, dass. Ah, du bist auch wieder da. Sehr gut. Und du bist sehr konzentriert. Er ist komischerweise immer konzentriert. Vielleicht machst du jetzt gerade, wenn du so konzentriert bist, noch Biometrie der Welt. Das und das alle Hausarbeiten. Dass wir sagen, wir geben ihm
mit Markus, glaube ich, braucht das Schulprojekt nicht, dass er dieses Schulprojekt noch macht. Vielleicht wird er dann von dem Schulprojekt konzentriert. Ich bin so stolz auf dich, Enrico. Was musst du jetzt noch machen? Level 6 der Mentalfähigkeit erreichen, 12 Stunden ohne Bedürfnisabfall schaffen. Was auch immer das bedeutet. Vielleicht gehst du dann am besten mal aufs Klo und Reste nehmen. Dann kannst du ja vielleicht hier beim Schulprojekt helfen. Ah doch, jetzt hat er das Outlet da zwar, dass er konzentriert ist, aber er ist wegen dem Spinner noch zu lange wahrscheinlich verrückt. So, Markus? Oh, der Schneeengel. Kann er zusammen mit dem Schneemann? Ein Foto machen? Weil er hat ja fotografieren angefangen. Danach kann er ja vielleicht noch ein bisschen stricken. Oh, er kann neue Sachen. Er kann jetzt Socken stricken, aber ich finde jetzt Socken nicht so cool. Er macht jetzt dieses schwarz-weiße Ding. Ja, Willi ist verantwortlich und hat Level 5 der Mentalfähigkeit erreicht. Der ist einfach müde. Ah, guck mal, das gibt Gartenfähigkeit. Wo ist der Schneemann? Hier. Kriegt er dann zum Geburtstag eine Kamera oder so? Kann er auch vielleicht noch ein paar Selfies machen? Oder er macht ein Foto von den Schafen. Achso, ja, jetzt wird er erstmal stricken. Ich bin so stolz auf dich, dass du dieses Fahrradfahren abgeschlossen hast. Enrico. Top. Warte mal, wie lang? Noch 30 Minuten. Dann könnte er inspiriert werden in 30 Minuten. Wie können wir ihm dann sagen, er soll seine Hausaufgaben machen? Guck, hier, Enrico ist gleich wieder total inspiriert. Und er nicht. Und du bist hier fleißig am Stricken. Ich bin so stolz auf dich. Ich dachte, er könnte vielleicht die Ziegen oder so noch fotografieren. So, jetzt ist der Spieltrieb gleich vorbei. Oh, meine Nase. Eine Minute. Und wird er jetzt konzentriert? Yes. Dann soll er jetzt Hausaufgaben machen. Ich hoffe, das zählt. Nein, das ist so selbstsicher. Nein, nicht schlampig. Nicht schlampig. Vorsichtig. Ist doch ein Mäusetrick. Vielleicht gehst du jetzt da gleich noch aufs Klo. Vielleicht machst du die letzte Hausarbeit morgen. Schnappst dir noch was zu Rest futtern und gehst dann schlafen. Willi schnappt sich auch noch mal was zu essen. Er geht oben, denke ich mal, aufs Klo dann. Na, dann ist auch schon wieder bald Abend. Dann kann Willi schlafen gehen.
Enrico. Enrico muss ja mental noch besser werden. Er kann hier ja mal einen Gesundheitstrank brauen und ein bisschen experimentieren. Ihm geht's ja super. Okay. Was ist das? Kann ich. Komm. Das sind ja auch so. Anfänge. Ja, wer ist das denn? Mo und Kato. Guck mal, er möchte ein Foto. Er möchte nochmal ein Foto machen. Dann geht er jetzt mal hier hin. Und dann macht er da nämlich nochmal ein Foto. Foto machen. Und dann geht er mal noch hier hin. Macht er noch von der Ziege ein Foto. Hat er schon irgendwie eine Beziehung zu dem Tier? Okay, na, das läuft auch schon gut. Okay, das fand Henriette jetzt schon besser. Sehe mal noch einen Witz. Oh. Bist du unser. Nee, du bist ja immer noch der Laktoseintolerant, das vergesse ich immer. Du kannst ja danach auch mal versuchen. Okay, plaudern scheinen die irgendwie nicht so zu mögen. Dann streiche mal Fleckchen. Umarm Fleckchen. Fragen, wer flauschiger ist. Oh yeah. Läuft. Einen Witz erzählen. Okay, und er ist auch sehr müde. Dann würde ich sagen, soll er noch aufs Klo gehen? Komm, das Essen aussortieren, Reste nehmen. Und dann auch schlafen, würde ich sagen. Markus. Okay, du bist jetzt müde, dann gehst du jetzt auch schlafen. Ich weiß gar nicht, zählt das jetzt hier schon ab? Ah, die dürfen nicht gelb werden. Ach, Schokolade, na, haben wir es jetzt schon das erste Mal. Boah, das ist aber voll schwer, wenn die nie nicht mal gelb werden dürfen. Was ist eigentlich mit deiner Pinnwand? Kann man die hier irgendwo so platzieren? Hat der da noch ein bisschen Platz? Weil dann kannst du mal noch kurz. Entschuldigung. Oh, du kriegst. Nee, du kriegst noch kein Abzeichen. Fortschritt ansehen und dann kannst du schlafen. Also ich werde das jetzt nicht so intensiv, glaube ich, mit ihm machen, dass er da so der große hier Pfadfinder wird. Er macht es ja in erster Linie, weil er weil er ja diese Mie, weil er ja mit dieser Monika dorthin gehen möchte. Aber ja, ich wollte mal gucken. Aber gesellig hat er ein bisschen bekommen. So, Markus, where are you? There are you. There is Markus. And he. Make a little bit home. Oh, er hat was kaputt gemacht.
schlechten Sachen können wir ja mal schon mal gleich raushauen. Warte mal, kann man auch bei den Fotos mehr Auswahl machen? Weil dann würde ich jetzt kurz noch einmal. Das ist nix. Da ist so ein komischer Zweig drauf. Das ist nix, das ist nix. Das ist nix, das ist nix, das ist nix, das ist nix. Ist auch schlechter. Das ist auch nichts. Bild mit seinem Bruder. Das sind seine Selfies, die sind alle nichts geworden. Die sind halt alle noch von der Qualität, noch nicht unbedingt der Burner. Aber so verdient er auch ein bisschen Geld für unsere Family. Und ich würde jetzt hiermit auch schon wieder den Part beenden. Ist heute ein bisschen ein kürzerer Part. Einfach, wenn die halt alle in der Schule sind, beziehungsweise arbeiten. Oder Studium. Dann passiert halt auch nicht so viel. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss, eure LA. Hab euch lieb.